Vielen Dank für die Einführung, Herr Dr. Stark. Vielen Dank auch, Herr Kuhlke und der GAND für die Einführung bei allen Einführungen und aber auch Durchführung vor allem dieses Symposiums. Und ich begrüße natürlich nicht nur die im Raum Sitzenden, sondern auch die, die von außerhalb hoffentlich vielfältig oder in großer Zahl zugeschaltet sind. Wir haben die Ehre, meine Wenigkeit, aber auch Herr Vogt, den Sie dort als Landschaftsarchitekten sehen, Ihnen das Projekt vorzustellen. Ich will kurz was zu dem Team sagen. Es gehört auch Herr Vogt dazu, der hat fast den gleichen Namen wie Herr Vogt, ist aber Architekt und bei mir im Büro tätig und hat das Projekt von Anfang an betreut und betreut es auch weiterhin. Aber wichtig ist auch diese Konstellation Architektur, Städtebau, Landschaft und da bin ich mit Herrn Vogt seit vielen Jahren nicht nur befreundet, sondern auch in vielen Projekten aktiv unterwegs gewesen. Der betreibt ein sehr renommiertes Landschaftsarchitekturbüro in Zürich und London und Paris, ist aber, und das bitte ich Herrn Kuhlke, hatte ich das schon erwähnt, ist aber leider verhindert, weil die Corona-Bestimmungen an der ETH Zürich sind sehr drastisch, das heißt, die dürfen das Land nicht verlassen. Von daher bin ich jetzt auf mich selber gestellt und muss das alleine machen, mache ich aber gerne und will Sie ein bisschen durch das Thema führen. Ich hätte gerne auch an der Diskussion noch stärker teilgenommen, aber ich habe aus dem Programm gesehen, dass wir, und Marc Jorde geht es vielleicht so ähnlich, noch nicht richtig teilnahmeberechtigt sind. Berechtigt vielleicht schon, wenn wir Kärtchen ausfüllen, aber vielleicht kommen wir noch weiter in Gesprächsfluss. Wir versuchen das mal in Form des Bildes oder des Berichtes. Sie sehen hier nochmal, ich danke natürlich vor allen Dingen auch den Historikern, dass sie nochmal die historische Dimension vor Ort, aber auch im Kontext der europäischen Städtebaudebatte aufgeführt haben, was noch ein Stück weit fehlt. Da wird Frau Schmidt sicherlich noch für sorgen im Rahmen ihrer weiteren Aktivitäten, ist die lokale Geschichte der 60er oder früher noch 50er, 60er, 70er Jahre, wie da sozusagen die ganze Konstellation entstanden ist. Denn sollte ja auch unterstellen, dass es da auch schon bereits Diskurse gab. Wir haben es ja in der Einführung von Herrn Kuhlke schon gesehen, dass in den 45er oder Nachkriegszeiten durchaus erstmal ganz schlaue, skizzenhafte vielleicht noch Beiträge dazu kamen, die damals schon überlegt haben, den Platz in seiner historischen Kontur mehr oder weniger städtebaulich wieder zu fassen. Das ist ja eine typische Situation, die haben wir ja an vielen Orten in Ost und West, dass also die erste Zeit der 40er Jahre bis in die 50er Jahre oft relativ starke Fraktionen innerhalb der Architekten und Stadtplaner sehr wohl an der Wiedererrichtung des Stadtgrundrisses orientiert sind. Das löst sich dann erst in den 60er Jahren in diesem dramatischen Maße oft ab. Ich muss doch ein Glas. Jetzt kann man es aber nicht abstellen, ohne sich selber zu begießen. Ich weiß nicht, dieses Bild hatten, glaube ich, meine Kollegen oder die Schichtskollegen noch nicht gezeigt, aber es ist vielleicht doch auch trotzdem noch mal interessant, es zu zeigen, weil es ja diese Doppelstadt oder diese dann, wie wir gelernt haben, quasi beigetretene Stadt Dresden mit Alt-Dresden zeigt und natürlich die große Bedeutung auch der Augustusbrücke noch mal zeigt und damit natürlich auch die Bedeutung dieses Ortes, wie der Stefan hat es richtigerweise ja auch als einen als den Geburtsort, nicht Geburtsort, ich weiß nicht, wie er es genannt hat, aber den zentralen Ort von Dresden auch mit benannt. Das heißt, diese Beziehung zu Dresden, alten Dresden, das heute ein Dresden ist, spielt natürlich an dem Stort eine ganz besondere Rolle. Des Weiteren hatten wir noch, oder zeige ich noch ein paar Bilder im Schnelldurchgang, können wir das jetzt machen, weil sie ja zum Teil schon aufgetaucht sind in den anderen Vorträgen. Ich will mich noch nicht wiederholen, aber ein Stück weit ist es vielleicht doch nochmal hilfreich, sie geometrisch genauer anzuschauen. Nicht nur konzeptionell, sondern einfach schlichtweg auch geometrisch. Dies ist der Plan von 1911. Man sieht die Markt, hier am Markt genannt, Konstellation der, wie wir heute sagen, den historischen Konturen. Wir haben im Weiteren den Plan von 38, wo sich da nichts Wesentliches geändert hat. Und wir wollen jetzt versuchen mal, das gehört für mich auch zur Erläuterung des Konzeptes, weil es geht auch um relativ Präzisierung von bestimmten Grundthesen, doch nochmal versuchen, die Fragen auch konkreter zu betrachten. Das ist ein gefährliches Bild, das sind diese üblichen, die man dann so kennt, von Totalbeschädigung bis
leicht beschädigt. Bilder, wir haben aber in einem der Vorträge ja gerade gehört, in Ihrem Vortrag war das, glaube ich, dass da natürlich sehr wohl eine viel größere Substanz noch an Gebäuden direkt am Platz stand. Aber diese Karten machen ja auch Politik, das darf man ja nicht vergessen. Die werden dann gerne mal so als Totalabriss genommen. Heute haben wir die Situation, Ausgangspunkt für uns als städtebauende Architekten, dass wir eine Konstellation einer gigantisch breiten Straße haben, die eigentlich, wie wir aus den vorgängigen Bildern nochmal ableiten können. Jetzt ist dieser Leuchtstift, wieder habe ich den jetzt schon verschluckt? Nee, ich habe den hier, hier ist der. Sie sehen ja hier den historischen Straßenverlauf, und der ist ja auch ein ganz wesentlicher Teil der Debatte. Der ist auch insbesondere ein Punkt der Differenz zwischen dem ersten und zweiten Preis, wie Sie gleich sehen werden. Diese Straße ist im Rahmen der Neubauplanung durchgebrochen worden. Wir haben hier nochmal den Zustand heute. Wir sehen diese durchgebrochene Straße oder die aufgeweitete, müssen wir genauer sagen, auch hier aufgeweitete Straße. Wir sehen hier diese monumentale Wohnanlage. Darüber muss man natürlich auch mal reden, dass das diese Monumentalisierung des Elbufers, die ja bis ins 19. Jahrhundert im Wesentlichen oder früher sogar auch, wie wir ja auch gehört haben mit dem japanischen Palais oder auch mit dem Ministerium rechts, ist ja auch ein Phänomen der jüngeren Geschichte, also jünger meine ich jetzt 19. und 20. Jahrhundert, die ja dann mit dem DDR oder mit dem Plattenbau auch eine ganz bestimmte Tradition erzeugt, die ja in der Ostmoderne eine große Rolle spielt. Das heißt, die Dramatisierung, Klammer auf, Monumentalisierung des Städtebaus durch Wohnungsbau. Das ist ja ein neues Phänomen und hat natürlich hier auch seinen Einzug gefunden. Das heißt, die große Platzfigur wird schlichtweg durch Wohnungsbau generiert. Die Probleme aber, und die sind ja jetzt auch schon im Streit diskutiert worden, ist natürlich sowohl die Größe wie auch die Referenzlosigkeit, denn die Maßstäblichkeit dieser Anlage kann man eigentlich nur verstehen, wenn man sie auf den Elbraum bezieht. Und das haben Sie auch, der hat ja auch Frau Schmitz gar nicht widersprochen. Das ist eigentlich der Maßstab, den diese Anlage offensichtlich bezieht, aber nicht auf den Stadtraum. Und damit sind wir natürlich in dem alten Dilemma der unterschiedlichen Leitbilder zwischen, jetzt ganz simplifiziert gesagt, zwischen dem landschaftlichen Städtebau oder der Stadtlandschaft und dem, was wir heute als Städtebau im Sinne auch einer notwendigerweise, logischerweise traditionellen Städtebau begreifen. Diese antithetische Position ist jetzt auch mal wieder hier auf dem Tisch. Die ist ja in vielen solcher Projekte Deutschland und europaweit auf der Tagesordnung. Und man sollte sie vielleicht auch einfach mal so benennen. Das sind zwei grundsätzliche Gegenpositionen. Und wir haben eigentlich immer, wir kommen mal gleich zum Projekt, sind davon ausgegangen, dass wir einen sehr klugen Kompromiss machten. Kompromissvorschlag auch deshalb, weil ja, das sehen wir gleich noch, weil wir diese verschiedenen Welten natürlich kennen, aber versuchen daraus eine neue Etappe einzuläuten. Nochmal genauer, das ist die Überlagerung von Stand 2019, darunter ist das heutige Luftbild mit der historischen Bebauung. Da sieht man diese ganzen Konflikte in Bezug auf den historischen Kontext. Und wenn man sie genauer betrachtet, muss man vielleicht mal unten anfangen. Wenn man diese Straße nicht komplett in Frage stellt, und wir stellen sie insofern in Frage, als dass wir sie wesentlich verändern wollen, also wesentlich reduzieren wollen, dann bleibt es aber dabei, dass eine Bebauung hier eine andere Größenordnung haben müsste und dass wir aber hier eigentlich, wie wir schon festgestellt haben, eigentlich eine sehr verträgliche Städtebau, nicht verträglich, man kann ja über die Architektur sich noch weiter später diskutieren, Situationen haben. Wir schlagen also vor, und damit switche ich jetzt mit der gleichen Logik in den Entwurfsstand schon gleich, dass wir diese Straße, ich sage es nochmal, deutlich verringern, damit sie zwar eine Straßenbahn aufhält und Spuren hat, Autofahrbahnen hat, aber dann eben auf einen Stand reduziert wird, den wir hier haben, in der Flucht des Finanzministeriums, dass wir also auch sagen, historisch, dieser Straßenzug an der Spree, hätte ich fast gesagt, an der Elbe lang, ist natürlich auch durchaus ein Gewinn, den muss man jetzt nicht grundsätzlich in Frage stellen.
Den kann man auch als historischen Gewinn begreifen. Er darf nur nicht dieses absurde Maß haben. Wir gehen also davon aus, dass wir auf die Kante, die wir heute dort als Bürgersteigkante bzw. Parkplatzkante kennen, dass wir dort versuchen anzubauen. Wir versuchen das Gleiche links vom Blockhaus, ist es sehr viel einfacher, weil da die geometrischen Probleme nicht so groß sind bzw. eigentlich gar nicht existieren. Da könnte man in den historischen Footprint einsteigen und auch die Häuser wieder teilweise rekonstruieren, über die wir gleich noch zu sprechen sind. Im weiteren Verlauf haben wir vorgeschlagen, dieses inzwischen auch angeblich unter Denkmalschutz stehende Hotel, das wussten wir damals noch nicht, dass da eine Debatte kommt oder schon da ist. Dafür müssen wir das eigentlich weiterdenken, dieses Gebäude, und auch über dessen Vorfeld nachdenken, weil es kann nicht sein, dass dort ein solcher banaler Vorgang wie eine Hotelvorfahrt zu einer monumentalen Platzanlage ausgebaut wird. Wir glauben, dass es sehr hilfreich ist, das an dem Bezug auch auf den Bestand und den historischen Bestand zu beurteilen. Weil natürlich sind wir, es wurde gerade schon gesagt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, er hat sich, natürlich sind wir in einem Wettbewerb mit den Qualitäten der historischen Bebauung und ihren Bedeutungen, die wir natürlich überhaupt nicht leugnen wollen, aber wir haben natürlich auch Obacht zu nehmen und behutsam mit dem Bestand umzugehen. Die Bebauung am Platz, das kann man, glaube ich, hier sehr gut erkennen, bezieht sich in seiner Kontur auf die historische Kante, während sie an der Straße, wenn man sie nicht zurückbaut, auf eine Gasse, sage ich mal, oder auf eine sehr kleine Straße, diese Qualität nicht schaffen könnte. Das heißt, hier gehen wir auch schon in eine modifizierte Fassung über. Und natürlich behalten wir im Bereich der Platzfigur der heute so gelobten 70er-Jahre-Bebauung den Bestand, wie er ist. Das hat aber auch was mit dem Verfahren zu tun. Dieses Verfahren hat diese Fläche eigentlich per se auch ausgeschlossen, beziehungsweise hatte zwei Teile, einen ersten Teil für den engeren Wettbewerbsbereich und einen zweiten, der ungefähr an der Gebäudekante aufhörte. Der war also gar nicht Gegenstand des Verfahrens. Hier sehen Sie ganz bewusst eine Zeichnung, die nicht differenziert zwischen alt und neu. Das haben wir deshalb gemacht, um über die Qualität, nicht über neu und alt nachzudenken, sondern über die Frage, wie das eigentlich dann sich zusammenfügt. Und so sind natürlich dann auch später die Perspektiven zu verstehen, die Sie noch sehen werden. Hier unten ist natürlich noch die ganze Frage des Königsufers zu diskutieren. Da sind wir gerade im Rahmen des B-Plan-Verfahrens mit beschäftigt. Das hat natürlich sehr viel mit Bestandsfragen zu tun, mit Grünfragen, mit Bäumen, aber auch mit der Frage von Narrenhäusele. Dann aber auch hier hatten wir vorgeschlagen, in Richtung Frauenkirche diese Gasse zu öffnen. Die beruht auch, oder die kann man auch beziehen auf eine historische, sehr viel kleinere Gasse, die dort schon mal vielleicht aus ganz anderen Gründen aber existiert hat, sodass wir hier eigentlich auf eine sehr kleinteilige Bebauung kommen, die sich an Höfen orientiert, sodass wir hier im Grunde genommen an der historischen Parzellierung entlang, allerdings verschoben um einige Meter nach Süden, eigentlich eine Art von kritischer Rekonstruktion machen können. Das Gleiche gilt vor allen Dingen auch für die Häuser hier. Wir gehen auch von der Kleinteiligkeit aus bezüglich dieser neuen Gebäude, die gewissermaßen den neuen Platz oder auch auf dem alten stehen, da kann man sich drüber streiten, darstellen und können das dann auch in Etappen denken. Das ist, glaube ich, wichtig, weil wir natürlich, wurde ja immer gesagt, wir brauchen Zeit. Natürlich brauchen wir Zeit. Es gab aber auch schon eine Menge Zeit, nämlich die Zeit, die wir heute schon in den verschiedenen Vorträgen gesehen haben, dass sie nämlich schon seit den 50er Jahren und auch in den letzten Jahrzehnten, seit 1990 nochmal, immer wieder Bebauung des, oder ich sage es, formuliere es mal anders als Nicht-Dresdner, dass es offensichtlich in der Dresdner Gesellschaft eine Mehrheit oder einen Konsens gibt, dass wir auf dem Neustädter Markt zukünftig eine irgendwie am historischen Kontext orientierte Bebauung haben. Das war Konsens und ist ja auch, Peter Stefan hat ja ein Stück weit aus der Jury berichtet, offensichtlich in der Jury so mehrheitlich, nicht nur bei unseren ersten beiden Preisen so befunden worden, sondern bei, ich glaube, es waren 80% oder sowas, selbst der Teilnehmer. Da wundert mich dann eigentlich schon die Frage, warum man jetzt nach 20 Jahren Debatte da wieder so tut, als ob man beim Anfang anfangen müsste, aber das ist
vielleicht zu sehr schon unterschwellig polemisch. Aber hier sieht man nochmal die Möglichkeit, dass man in der ersten Phase, damit man auch vielleicht Zeit hat für die Diskussion und die Qualifizierung der Verkehrsfrage vor allen Dingen, die ja heute ausgiebig schon oder ansatzweise diskutiert wurde, dass man die weiterführt. Wir gehen nicht davon aus, dass der Verkehr da sehr, sehr stark reduziert wird im Sinne der alten historischen Fluchtlinie. Das macht der Kollege Jordi gleich klar, warum er auf die Idee gekommen ist. Aber die zweite Frage ist ja, dass wir wissen alle, dass wir, wenn wir da irgendwann zeitnah beginnen wollen, dass wir auch eine gewisse pragmatische Operation oder Lösung finden sollten, damit wir hier im südlichen Teil eigentlich sofort anfangen können. Und das können wir auch mit dem Modell. Und trotzdem werden wir die Straße zurückbauen müssen, um auch natürlich, das war das wesentliche Argument, um möglichst viele Flächen für die Neubauten auf den Platz zu bekommen. Zum Thema Größenordnung, Platz, Maßstab und Vergleichbarkeit ist ja schon in den Vorreden immer wieder hingewiesen worden. Zweifellos ist es immer wieder, auch Frau Schmidt hat es ja auch genannt, ein Argument der Vielfältigkeit der Räume, die Sie da nicht in diesem Bild, das ist noch ein frühes Bild, finden. Aber man muss sich natürlich auch fragen, ob man die immer alle an der gleichen Stelle braucht. Ich glaube, die Grundidee des historischen Konzeptes oder die Rezeption jedenfalls, zeugt davon, dass es ein Stadtplatz ist und kein Landschaftsplatz ist. Und dafür sprechen auch einige dieser Bilder, die wir mal nebeneinander gestellt haben, weil die vielleicht auch die Maßstäblichkeit nochmal dokumentieren. Über die Kleinteiligkeit ist interessanterweise heute noch gar nichts gesagt worden. Das ist natürlich auch eine Frage des Gesellschaftsbildes, was dahinter steckt. In welchem Maßstab wollen wir bauen? Das ist ja nicht ganz unwesentlich. Natürlich gibt es eine gewisse kapitalistische, nennen wir sie mal ruhig beim Wort, Logik, die am liebsten große Parzellen und mit großen Häusern bauen will. Aber das liegt ja im Ermessen der Stadt, quasi der Kommune, zumal sie ja mit dem Planungsrecht und zum Teil auch Eigentum hier ausgestattet ist, dafür zu sorgen, dass diese Kleinteiligkeit dann Realität wird. Das ist ja nicht nur eine Frage von multiplen Fassaden, die man dort entwickelt. Es geht da wirklich darum, möglicherweise diese Kleinteiligkeit in die Kaufverträge oder in den Bebauungsplan einzubringen. Dafür werden wir uns jedenfalls einsetzen. Nicht aus Nostalgie, sondern weil es einfach ein anderes Modell auch von Investment ist. Das heißt, die vielen Kleinen halten wir im Grunde genommen schon für wichtige Träger der zukünftigen Entwicklung von Eigentum an Grundstücken in der Stadt. Dagegen steht natürlich schon das alte sozialistische Modell, was wir im Grunde mit der Bebauung heute haben. Ein Stück weit gehört natürlich auch die ja von vielen geforderte, auch verständlicherweise geforderte Rekonstruktion der vier Häuser an der Großen Meißner Straße zu dem Thema. Da wird man dann sicherlich über die Frage noch nachdenken müssen, wie das mit den Eigentumsverhältnissen dort kompatibel zu vereinbaren ist. Aber da kann man nur auf die weiteren Stufen des Bebauungsplans gehen. Hier ist auch wieder die Frage, wie weit geht es jetzt um Fassaden? Sicherlich geht es darum, ursächlich für viele Personen, aber es geht natürlich immer noch vielleicht um die Frage von dem, was wir mit Parzellierung machen. Nochmal der Vergleich im Rückblick, also die stadträumliche Situation mit den vielen, vielen kleinen Häusern, die trotzdem diesen doch sehr schönen und sehr durchaus stückweise auch dramatischen Stadtraum generieren. Sie sehen die Verkehrsfragen, Sie sehen natürlich auch, dass die Querspange dort noch nicht, also diese Querung, also Sie wissen alle, was ich meine, diese Querung nicht diese Rolle spielt, die sie heute spielt. Aber davon gehen wir eben auch aus, dass das Teil dieses Dialogs ist, der vielleicht gerade mit diesem Bild nochmal ganz vernünftig und sehr illustrativ vielleicht nachzuvollziehen ist. Es geht nicht darum, das eine Stadtmodell gegen das andere abzulösen. Das ist ja nicht eine Frage der Rekonstruktion von Stadt auf den Zustand von 38 oder 45 oder welchen auch immer, sondern es geht darum, mit dem Zustand, den wir haben, weiterzubauen und eine nächste Etappe einzuleiten, die den Verkehr anders behandelt, aber nicht grundsätzlich in Frage stellt, die Grünfrage weiter differenziert und nicht nur in großflächigen, heute gibt es ja eigentlich im Grunde genommen nur einen Parkplatz am Königsufer,
Und die versucht, diese beiden historischen Dimensionen wieder zusammenzubringen, die uns in den letzten Jahrzehnten ein Stück weit so weit auseinandergelaufen sind, dass sie sich heute ein Stück weit auch feindlich gegenüberstehen, was natürlich ein historischer Anachronismus ist. Denn es kann ja auch nicht sein, dass eine Schicht, nämlich die 70er Jahre, sich im Grunde aus dem historischen Prozess verabschiedet, indem sie sich selbst verabsolutiert. Und von daher ist es sinnvoll, eine zweite Schicht dem wieder hinzuzufügen. Und ich glaube, das ist bei dem Projekt auch soweit gelungen. Über die Nutzung können wir jetzt noch sehr viel reden, aber das können wir vielleicht auch abkürzen. Das Elbufer haben wir heute nicht so sehr betrachtet. Ich denke, das ist ein Riesengewinn für die Stadt, denn wenn man sich überlegt, dass auf dem rechten Teil, rechts vom Narrenhäusler, was wir hier rein montiert haben, im Grunde genommen der Ort im Wesentlichen durch den Parkplatz, vor allem durch Camper scheinbar, geprägt ist, dann muss man sich ja auch überlegen, welche Räumlichkeit, weil es wurde ja viel von Räumlichkeit heute gesprochen, auch an dem Bereich natürlich geschaffen wird für ganz Dresden. Ein Ort, wo man wieder hingehen könnte und nicht auf der Wiese sitzt, sondern wo man einen Ort hat, wo man von da aus natürlich auch über die Elbe wieder auf die Altstadt gucken kann, mit Gebäuden im Rückgrat, die unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Charaktere haben. Und natürlich das Gleiche, man kann es im Schnitt oder der Ansicht nochmal sehen, diese an den historischen Maßstäben orientierten Gebäude dort mit ihren starken Dächern, das zum Thema Dachbegrünung. Ich denke, wir sollten auch die Dächer wieder thematisieren in dem Zusammenhang, wenn wir dort bauen. Und natürlich nochmal zum Abschluss das Eingangsbild. Also eigentlich der Versuch, die beiden Welten wieder zusammenzubringen. Christoph Meckler, wir haben vorne die zweifellos gewöhnungsbedürftigen Links- und Rechts-Gebäude im Anschnitt nicht deshalb stehen gelassen, weil sie so gut ins Bild passen, sondern sie gehören auch im Moment zu dieser Debatte dazu. Und man sollte sie nicht ohne Not heute diskutieren, ich bin auch nicht mehr der Meinung, ich war früher mal anderer Meinung, dass man mit diesem Städtebau zu sehr den gegenwärtigen Bestand in Frage stellen muss. Denn ich gebe auch Frau Schmidt recht, es wird eine gewisse, ob sie sich an diesen Gebäuden festmachen, das muss man nicht fragen, aber eine gewisse Renaissance, wenn man es vielleicht ein bisschen übertrieben sagt, der Rezessionsgeschichte der 60er, 70er Jahre geben. Das wird aber Stadt auch gut aushalten, das ist nicht das Problem. Es geht hier nicht um Homogenität im historischen Sinne, sondern es geht darum, diese Schichten wieder in Gang zu setzen, die im Grunde genommen mit dem Absolutheitsanspruch einer gewissen Moderne in Frage gestellt werden. Und ich hoffe, dass das auch weitergeht. Wir sind zum Stand der Technik oder zum Stand der Debatte. Das wissen Sie, wir sind im Moment im Rahmen des Bebauungsplans mit dem südlichen Teil befasst. Und wir sind, glaube ich, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wird es dazu eine weitere öffentliche Veranstaltung geben, sodass wir dann den Stand der Dinge, wo natürlich viele Fragen auch vom Verkehr und von Grünfragen eine Rolle spielen, öffentlich kundtun sollen. Ich würde mir wünschen und kann nur hoffen, dass man diesen Platz selber dann in der zweiten Phase auch wieder mit einer Bebauung weiterentwickeln kann. Und ich hoffe, dass sich diese Diskussion dann in Dresden soweit entwickelt hat, dass da nicht als feindliche Übernahme gewissermaßen behandelt wird, sondern als eine Art von Versuch, wiederhole mich jetzt, die Geschichte wieder in Gang zu setzen. Vielen Dank.